Sorry zusammen, Marc hier von Plaquetica. Ich bin hier mit der Band Scream Your Name am Greenfield Festival 2018. Sorry zusammen. Zuerst mal, ihr habt jetzt gerade vorhin gespielt. Wie war es für euch? Sag ich auch. Sag doch zuerst. Also, ich fange an. Grundsätzlich richtig gut. Wir hatten ein bisschen Probleme mit der Technik. Irgendwie 4 Songs lang haben wir irgendwie Dropouts gehabt. Irgendwie wegen dem Kabel, der gesponnen hat. Persönlich, ja. Den letzten Song habe ich vergeigert, wie es eben. Aber sonst war es eigentlich okay gewesen. Also, die Leute waren der Wahnsinn, wirklich hure geil. Also ich habe es selber auch gesehen vom Fotograben her, dass der einigermaßen, ja, es hat relativ viele technische Fehler gehabt, aber ihr seid eigentlich Vollgas dahinter gewesen, wie nichts wäre gewesen. Es war wirklich cool gewesen. Merci. Ja, es ist mittlerweile Samstag im Greenfield. Habt ihr überhaupt noch Energie? Ja, jetzt ist schon ein bisschen der Fuss draussen, so, es geht selber nicht. Es ist hure krass. Also die 3 Tage sind wir schon da, seit dem Mittwoch können sie jedes Mal ziemlich gut gehen. So. Und off. Ja, make's off, wirklich. Und es ist hure heftig, wenn du nachher du musst Vollgas geben und säckeln. Also nach 3 Stück hättest du einfach ablegen können. Weil so, ja, dass das ganze Uhr Alkohol durch den Körper pumpt oder echt so dieser ungesunde Lebensstil der letzten paar Tage. Merkt man aber gut. Jetzt ist die Energie schon ein bisschen draus. Jetzt freue ich mich einfach noch, ohne an irgendetwas zu denken, nochmal zu festen, ja. Also tut sich schon fast die nächste Frage von selber beantworten, welche Festivaltypen das ihr ändert. Seid ihr eben so ein bisschen auf dem Camping zu sein, zu saufen, oder tut ihr euch auch für andere Bands interessieren, die ihr unbedingt schauen wollt und eventuell Vorbilder sein? Ja, also grundsätzlich schaue ich schon im Vornherein, was ich schauen will. Und die Bands gehe ich dann meistens auch wirklich definitiv schauen. Ich bin gerne einfach hinger beim Camping und ein bisschen näher. Und es gibt auch etwa die, dass wir mal wirklich an eine Band suchen laufen, die ich eigentlich nicht so kenne und auch geil finde. Aber es ist eher, ich bin ein bisschen Musiknazi, es ist ein bisschen schade. Eigentlich bin ich fully so, gehe ich das schauen, was ich kenne, meistens. Okay, ihr seid ja seit dem Mittwoch am Campieren. Wenn ihr jetzt den Rucksack würdet packen, was sind eure 3 wichtigsten Sachen, die ihr würdet packen für euch? Ohne, dass wir im Greenfield spielen? Oder einfach, wenn wir nur aus... Allgemein ab Festivals? Ja, ich gebe mal eine langweilige Antwort. Irgendwie ein Portemonnaie, ein Handy und vielleicht noch Unterhose oder so. Und für dich? Ja, Brille wäre sicher gäbig, weil sonst Schelin, die durch ein bisschen durch und sehe nichts. Vielleicht noch ein paar anständige Schuhe, ein bisschen Kohle und dann läuft die Sache. Was hat das Line-Up angeht? Was war euer Highlight im Greenfield? Für mich war es Parker Drive gewesen. Bis jetzt. Also, das wird es auch noch im Toppen. Ja. Okay, und für dich? Jetzt muss ich die Tour überlegen. Was habe ich so immer gefeiert wie ein Soul? Parker Drive habe ich eben verpasst, dummerweise. Mittwoch. Was haben... Mein College. Mein College habe ich super gefunden. Weiss ich, siehst du, es ist so schlimm. Ich bin so verwaist. Alkohol-Einfluss. Ja. Ganz schlimm. Warte, vielleicht kommt es mir dann noch Sinn. Ich gebe dir auch mal Antwort drauf. Ja, es sind ein paar gute Bands. Dreamshade ist auch sehr geil gewesen. Shine Down. Bury Tomorrow war sehr, sehr gut gewesen. Genau, Asking habe ich mich am meisten drauf gefreut eigentlich. Aber ja, es war so mittelmässig gewesen, aber okay. Wirklich gut. Eigentlich gut, aber nicht der Überschritt. So, von den Socken gekommen. Ja, Bury Tomorrow war wirklich so ein bisschen Highlight gewesen, ja, für mich. Ja. Und mein College. Ja. Euer Bandraum ist am 16. also im Dezember 16. mehr oder weniger Umbruchfahr gsi, weil ja ist Wasserbruch gsi. Mhm. Jetzt was ist eure Motivation gsi, das ganze Projekt wieder aufzubauen? Boah, das ist eigentlich außer Frage gestanden denn zumal. Das ist einfach so schnell wie möglich einfach das Zeug wieder machen zu laufen, die Hütte trocknen. Es ist nie zur Diskussion gestanden. Also, es hat hure angeschissen, aber hey, wir sind ein paar Monate fast 2 mit der Albumproduktion hängen geschossen. Ja, aber noch fast mehr. Oder? Ja. Aber hat es nie einen Zeitpunkt gegeben, wo der gesagt hat, Scheiße, komm, Kiel, wir hören auf, es bringt uns nicht mehr? Dann nicht.
Eben gut, richtig Vollgas dahinter. Ja. Und jetzt auch, habt ihr ja seit letztem Jahr das neue Album rausgebracht. Wie ist es bei den Leuten so angekommen? Ich glaube, sehr unterschiedlich. Viele wirklich eingefleischte Huren Metalheads oder Metalcore-Leute, die haben nicht so Freude gehabt. Das haben es meistens auch offen und ehrlich gesagt. Das halt, ja, weil es halt ruhigere Töne sind. Aber wir haben eigentlich auch aus diesem Lager zum Teil Leute gehabt, die ich halt auch besser kenne. Und haben gesagt, Giel, ist geil, dass ihr echt das Ding macht oder was ihr geil findet. Und nichts, wo ich auf niemand anderes hört, quasi, dass ihr das Ding durchzieht. Obwohl sie es eben nicht mehr so geil finden zum Teil. Ich glaube, dafür haben wir sicher andere Leute gewonnen, die überhaupt nicht so Musik hören. Das war so ein bisschen das Zwischending gewesen. Okay. Ihr habt ja Anfang des Monats bekannt gegeben, dass ihr eine Pause einlegt. Wie war die Reaktion für die Fans? Ja, soll ich sagen, viele haben geschrieben, dass es schade ist und so. Und ein paar haben das Gefühl, dass wir ganz aufhören, aber selber wissen wir es eigentlich noch nicht. Wir haben jetzt einfach mal wirklich gesagt, auf unbestimmte Zeit. Ganz aufhören tun wir nicht, weil es ist einfach momentan das Akustische. Wir haben zwei akustische Shows gespielt, wo ich sehr geflasht habe. Und wir haben jetzt gesagt, wir hören mal mit dem harten Zeug auf und fahren jetzt mit dem weiter. Das haben wir aber eigentlich so offen noch nicht kommuniziert. Und darum hören wir eigentlich nicht ganz auf, also machen wir eigentlich nicht wirklich eine Pause, wir gehen einfach in eine andere Richtung jetzt für einen Moment, aber es ist nicht definitiv sicher, dass wir nicht wieder zurückkommen. Und die Leute, eben, sie haben gesagt, ja, schade und so, viele haben jetzt schon ein bisschen das Gefühl, wir hören ganz auf, aber eben, wie gesagt, wir wissen es selber eigentlich nicht. Wir sind ja viel mit Breakdown auf Sanity unterwegs gewesen, die haben ja letztes Jahr im Dezember das letzte Konzert gegeben. Können wir da bald eine Reunion feiern, oder? Also von Boss? Ja. Also meinst du von uns beiden zusammen, oder wie? Genau, ob ihr irgendwie etwas zusammen plant, dass ihr wieder zusammen auftretet. Dass wir nochmal zusammen Show haben oder so. Genau. Ja, momentan glaube ich überhaupt nicht. Also, nein. Ich wüsste mal nichts davon. Nein, also was die Zukunft bringt, das weiss man nicht. Also sie haben glaube ich im Moment nicht wirklich, oder nicht alle, der Oli, ich glaube die Gitarre ist schon lange nicht mehr angerührt. Und bei uns, jetzt schauen wir, lassen wir mal auf uns zukommen. Weiss nicht, vielleicht kreuzen sich unsere Wege mit diesen Jungs, vielleicht machen wir morgen noch etwas zusammen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ja, und wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Person oder eine Band wieder aufzustehen lassen, was wäre das für eine? Das muss ja sehr überlegen. Five. Drummer von Avenged Sevenfold, der hielt die auch schon zurück. Hey, ich muss gerade überlegen schon wieder. Die Bands, hey, mal lang. Bands oder eine Person? Ja, jetzt geht ihr. Ah gut, das ist bei mir natürlich ganz klar Kurt Cobain, weil der hat mich recht beeinflusst. Der hat die gerne zurück. In dem Fall ist es Nirvana für mich. Ja, es gibt ja wirklich sehr viele Leute, die man könnte, zurückholen. Ja, wirklich. Schon, aber Beatles, der Elvis, Beatles, ja. Michael Jackson, ja gut. Wow, der wäre auch cool. James Brown. Ja. Es gibt ja viele Metalcore-Bands in der Schweiz. Was macht euch gerade so speziell? Wie habt ihr nachher vor? Ich glaube, wir sind immer einfach sehr ehrlich gewesen. Oder ich habe immer versucht, möglichst sympathisch zu sein. Nicht absichtlich, aber wir sind immer ehrlich gewesen. Und ich glaube, immer mega Freude gehabt, wenn wir gespielt haben. Und ich habe nie gehofft, dass es die Leute auch sehen. So ein bisschen die Freude einfach. Und Musik. Ja, viel anders als andere. Das Metalcore, schlussendlich tun alle gleich. Ja, blöd gesagt. Ja, blöd gesagt schon, aber es ist ja meistens an der Technik oder irgendwie ja. Etwas, was ihr noch hervorheben könnt. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen Glück, dass wir glaube so ein bisschen, ich sage jetzt nicht mit Boss zusammen, vielleicht die Ersten waren, die in der Schweiz mal eine gute Aufnahme hatten. Dann hat irgendwie, viele haben das noch nicht so zustande gebracht. Am Anfang, ich sage jetzt mal, das war um die 2000er, 2010 herum, wo das ist aufgekommen, so ein bisschen grob näher. Und da waren wir auch so ein bisschen mit Boss zusammen die Ersten, die eigentlich einigermaßen gute Aufnahmen haben hergebracht haben. Und eben, wir hatten das Glück gehabt, im Greenfield Contest ist alles miteinander gekommen. Und darum ja, hat das alles angefangen mit diesen Contests. Und darum haben wir so ein bisschen wirklich in der Schweiz zu den Ersten gehört. Das ist vielleicht ein unser Glück. Weil mittlerweile gibt es sehr viele Bands, die eigentlich ähnlich tönen wie wir. Darum, gut sind. Ja, die auch sehr, sehr gut sind. Und, ja, darum kann ich es jetzt nicht bestimmt sagen. Vielleicht mit mehrstimmig im Gesang, von dem tun wir uns so ein von den anderen abheben, mit Gitarren-Solos, die vielleicht auch nicht jeder hat. Ja, so ein das, würde ich mal sagen. Breakdowns können wir ja nicht sagen. Ja, ist ja gern so ein eben vom Hörer ab. Ja, das ist ja so, ja, eben. Ja, das war es eigentlich. Wollt ihr noch etwas anfügen? Gruß an Mutti.
Ja, die hat kein Facebook. Aber ja, Grüße an die, die geschaut haben. Und ja, merci, dass ihr heute eingeschaltet habt, Black Vertical. Genau. Merci vielmals. Ich würde mich interessieren. Ja. Danke euch vielmals. Das ist eigentlich alles. Ja, merci euch für das Interview. Ich hoffe, euch gefällt es. Vergesst nicht, zu liken, zu teilen, zu abonnieren und was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Ja, das ist doch nice. Super. Merci vielmals. Merci auch. Nice. Okay, cool. Perfekt. Dankeschön. Sehr gut. Merci. Super. Können wir noch da bleiben? Halt die Nacht.